Und da haben wir es, die Beta 3 von iOS 16.1 ist da und damit herzlich willkommen hier bei Mi AppleCat. Ja, ihr seht, es geht voran, diesmal mit etwas kleineren Schritten. 463,7 MB war das Update hier bei mir groß und hat bei mir speicherplatzmäßig von 32,92 GB auf 33,1 GB ein bisschen was freigeräumt. So, die erste Frage, wie immer. Was steckt drin? Was ist neu? Was gibt's zu sehen? Erstmal hier gar nichts, da gar nichts, da auch gar nichts. Aber ich habe was gefunden in den Einstellungen, wenn wir dort ein Wallpaper ändern. Ne? Wir gehen also auf den Punkt, wo ist er hier, Hintergrundbild, hatten wir bisher hier immer eine starre Ansicht gehabt. Und jetzt haben wir ein Karussell und können hier direkt durchswitchen zwischen den ganzen Wallpapern, die wir hier schon voreingestellt haben. Und dann kann ich hier sofort auch anpassen, Homescreen, Lockscreen und so weiter. Das ist sehr gut gemacht. Oder könnt auch hier ein ganz neues Wallpaper natürlich generieren. Das ist ja eine gute kleine Verbesserung, dass man hier sehr schnell dann auch die ganzen Sets durchswitchen und ändern kann. Ich nehme mal das hier und sage als aktuell festlegen. Hier unten bekommt man auch eine kleine Erklärung, wie das auf dem Sperrbildschirm funktioniert. Weiß ich gar nicht mehr genau, ob das vorher auch schon war. So, wir sehen Hintergrundbild, zack, einmal schauen, ist geändert, hat also funktioniert. Dann gehen wir direkt mal über zu den Geekbench-Werten. Also das war was so, ups, jetzt habe ich ja hier schon gespoilert, das war was es so Neues zu entdecken gab. Gehen wir erstmal auf den CPU-Benchmark. Nein, hierhin, dahin, wohin, hier, da. So, das sind sie, die aktuellen Werte. 925 im Single-Core-Score und 2524 im Multicore-Score. Und wir sehen im Vergleich zu den vorherigen Betas, es ging bergauf. Das ist sehr, sehr schön. Vor allem im Multicore sind wir mal wieder über 2500. Und dass das der Fall war, meine Güte, wir scrollen mal ein bisschen. Das ist hier, da waren wir fast dran am 20. Mai. Und hier am 4. Mai hatten wir das letzte Mal über 2500, also ein wirklich guter Multicore-Wert. Und auch im Single-Core ist das hier sehr ordentlich. Ein paar Pünktchen ist es nach oben gegangen. Aber wie sieht es aus beim Compute-Test, beim Metal-Score, beim Grafik-Benchmark? 4041 Punkte, wer vorhin aufgepasst hat, hat es schon gesehen. Und auch dort sehen wir, ja, na, keine Steigerung. Ich wollte schon sagen, dass es hochgegangen ist, ist aber ein bisschen runtergegangen von 4066. Aber insgesamt über 4000 sieht man auch hier, wenn wir die Historie betrachten, ein Wert, der nicht allzu oft hier geknackt wurde. Also leistungsmäßig ist die Beta 3 hier wirklich nicht zu verachten. Steht gut da, bringt bisschen was an Veränderung mit, nicht allzu viel und deswegen gibt es auch gar nicht viel mehr zu erzählen. Ein Wort will ich noch sagen zu iOS 16.0.2. Ja, das ist ja schon eine Weile draußen, vielleicht hat es der eine oder andere nicht mitbekommen. Da hat Apple schon kleinere Updates nachgeschossen, Sicherheitsupdates und Updates, dass ältere Geräte auch mit den neuen AirPods und so kommunizieren können. Also schaut gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt, von 16.0. Auf 16.0.2 könnt ihr jetzt schon updaten. 16.1 wird noch etwas länger dauern. Jetzt wurde ich ja noch gefragt, schon des Öfteren, wie sieht es denn hier mit deinen Banking-Apps aus, mit der Sparkasse? Funktioniert das denn? Wir öffnen sie mal. Und ich sage es euch, aber ich zeige es euch nicht. Ich sehe alle meine Konten, also die Banking-App funktioniert. Sparkasse auf jeden Fall. Ne? So viel zu der Frage. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, spätestens bei der Beta 4. Aber schaut gerne auch mal in meine anderen Playlists rein. Es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Ich bin immer fleißig. Hier bin ich auch gerade was am Bauen für eines der nächsten Videos. Also bis zum nächsten Mal. Macht es gut.